Und willkommen zurück zu einer neuen Jagd von Stalker Call of Pripyat. Ja, genau, eine neue Jagd. Nämlich jagen wir jetzt eine Chimäre. Und ich habe mir überlegt, soll ich sie mit dem Granatwerfer killen? Aber dann habe ich gelesen, hier da zum Vergleich, der Unterschied vom Schaden, ja, und von der Feuerrate. Von der haben wir so viel Muni, das ist der Wahnsinn. Aber ich würde gerne mal das Viech so richtig eine reinhauen. Ihr versteht, was ich meine, ja? Und so, 60, 96, okay. 17 Schuss damit werden ausreichen. Und dann legen wir uns mal aufs Ohr. Bis dahin. Damit es nachts ist, damit wir uns die Bestie schnappen können. So. Natürlich schauen wir erstmal beim Händler vorbei, ob der zufällig ein paar neue Granaten für mich hat, mit denen ich spielen kann. Nein, nur für die andere. Das ist sehr schade. Aber es stört mich nicht. Ich habe immer noch die Waffe hier. Oh. Und die brauche ich nicht. Danke, Kumpel. So, ich will wirklich 48,4. Das ist in Ordnung. So. Dann werden wir mal hier ein Monsterjagd machen. Das ist ja. Da brauche ich ziemlich lange nach dem ersten Schuss. Sicherlich ein gewaltigen Rückstoß. Deswegen werden wir uns von der auf die Distanz halten und werden ihn von weit weg niederknallen. Beim ersten Mal war ich verdammt nah im Angriff, also im Nahkampf. Und es war sehr schwierig, muss ich zugeben. Und das würde ich diesmal sehr, sehr gerne vermeiden. Da ist die Bestie nämlich ein paar Mal auf mich angesprungen und ich habe mir der Schrotflinte geknallt und geknallt. Und die Chimäre, die hält sehr viel aus. Daher bringt es nichts mit der direkten Treffer. Ich werde auch mit der Sniper viel mehr Treffer brauchen. Diese verdammten Wildschwein. Die sind nur so aggressiv, vor allem. Oh, Blutsauger. Gehen wir mal schnell dran vorbei. Obwohl wir befinden uns direkt falsch. Lol. Die haben den Blutsauger erledigt. Respekt. Ja. Ja, alleine sind sie schwach. Die sind eigentlich nur im Rudel stark. Vor allem werden sie öfters angetrieben von einem Wildschwein, ja. Das ist eigentlich ihr Anführer. Und da sind sie eigentlich vor allem gefährlich. Aber alleine sind sie eigentlich ziemlich scheu. Ach ja, die Zombies. Ich frage mich, wie die überhaupt da stehen. Hier. Das ist jetzt egal. Wir sind im Feindgebiet. Der kann hier überall sein. Und ich hoffe, dass ich zwei Direkttreffer lande und mir deswegen damit einen Haufen Schaden ersparen werde. Hör mal. Oh Gott, es ist vor mir. Da ist sie. Ding.
Mistvieh. Wie ihr seht, es hält verdammt viel aus, das scheiß Viech, ja. So. Aber ich bin froh, dass wir es erledigt haben. Ich weiß auch nicht, welches Scharfschützengewehr ich mit auf die große Reise nehmen werde. Diese Scharfschützengewehr wäre natürlich ultra, wegen dem Schaden. Aber wenn ich bedenke, wie lang es dauern wird, frage ich mich, ob die andere vielleicht nicht trotzdem besser wäre. Die ist halt schallgedämpft und hat nur die Hälfte vom Schaden, ja. Weil die hier hat jetzt halt vollen Schaden, ja. Und die andere hat nur bis zur Hälfte. Das ist sehr schade und schon wieder fast eine Verschwendung. Aber dafür habe ich auch massig Munition mit der anderen. Und beide mitnehmen? Naja. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein etwas längerer Weg und ich kämpfe dagegen alles Mögliche. Da gibt es, glaube ich, meines Wissens sogar eine Stelle, die ähnelt einen ziemlich an Resident Evil. Und wie gesagt, ich glaube, ich nehme da alle Waffen mit, ja. Auch den Raketenwerfer, ja, den werde ich auch mitnehmen. Weil ich, glaube ich, nach einer Zeit lang erstmal nicht zurückreisen kann. Auch Medikamente und so weiter werde ich mich... Solange du eine Waffe in deiner Hand hältst, kommst du nicht rein. Ja. Kapiert? Auch, was Ding betrifft, Medikamente werde ich mich voll bomben. Aber egal, jetzt haben wir erst einmal das hier geschafft. Wie läuft die Jagd? Du bist aber ziemlich vernappt, kommt mir vor. Aber egal. So, die Chimäre ist tot und ich erhalte 10.000. Sehr schön. Ja, ja, jetzt kann er in Frieden ruhen. Okay. Also. Meine Rüstung verkaufen wir, behalten wir. Und das tun wir wieder rein. Obwohl, die reparieren wir. Ja, die tun wir mal reparieren. Das wird dann mal notwendig sein. Beziehungsweise wir verbessern sie. Das ist doch eine gute Idee, finde ich. Die Sniper verbessern. Übrigens kann man beim Händler auch nur diese zwei kaufen. Oh. Das hier ist nicht zum Reparieren. Hast du zufällig wieder neu? Achtung! Eine Emission Nein. steht kurz bevor. Schau ab und an vorbei. Kann ganz schnell sein hier. So. Jetzt werden wir hier nochmal etwas richtig bessern hier. 81.000. Wir haben momentan wieder keine Geldprobleme. Oder endlich keine Geldprobleme mehr. Im ersten Teil hat man sowas überhaupt nicht besessen, ja. Weil man, ja, man kannte nichts kaufen. Weil ja einfach nichts Scheiß dabei war. Und, tja. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles so schön gemacht. Das können wir hier noch machen. Sechsfach Zielfernrohr, Hochkontraktvisier, Nachtsichtgerät. Das ist ziemlich praktisch. Rückstoß, Handhabung, Rückstoß, Schussgenauigkeit. Okay, und bei dir? Flachheit, Schuss, genau. Oh, das ist doch geil. Hm. Na, erst einmal das hier. Ich kann auf jeden Fall die Schussgenauigkeit erhöhen. Vergleichen wir einmal. Also die Schussgenauigkeit von dem hier ist schon sehr gut. Handhabung ist besser, ja. Schaden ist miserabel. Ist richtig. Der Schaden. Okay, ist etwas besser als bei der hier. Aber halt doch leichter als bei der hier. Ist aber schallgedämpft, das heißt, ich verbessere die einmal hier so richtig. Machen wir die mal so richtig geil hier. Nachdem wir schon so viel. Zuverlässigkeit ist mir jetzt egal.
Naja, die Flachheit wollen wir mal bei dir hier verbessern. Okay, Raketenwerfer kann man nicht verbessern. Kann ich verstehen. Und ja. Achtung, Achtung! Eine Emission wird jeden Augenblick eintreten. Alle sofort in Sicherheit bringen. Ich glaube, das geht trotzdem in Ordnung, welches mal von den beiden auswählt. Hier kann ich die Anzahl der Kisten erhöhen, genau. Und hier, ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das machen kann. Dass sie so unterschiedlich sind, dass ich dann so mache und so mache. Ach, Menno. Na, egal. Die Emission ist vorbei. Ich hoffe, alle sind in Ordnung. Wer verletzt ist, kann sich zur Behandlung in der Janov-Station melden. Verbessern wir halt das hier auch noch einmal. Schussgenauigkeit. Zuverlässigkeit. Schussgenauigkeit. Rückstoß. Handhabung. Optisch. Und das. So. Wow. Die Waffe ist einfach beeindruckend. Die Feuerrate ist in dem Sinne egal. Handhabung ist halt noch niedrig. Aber ansonsten... Man sieht sich. Ansonsten könnte man mit der Waffe schlafen, ja. Also, Wahnsinnswaffe. So. Ja, das ist die Waffe hier. Bang, 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 bang. Ja. Und dann gibt's halt noch diese Waffe hier. So, wir hatten einen besseren Zoom. So, okay. Und hier... Da ist die andere, glaube ich, etwas näher dran. Oh ja, die ist näher dran. Das ist wirklich ein Sniper. Die, der ist halt einfach zu schwach. Jetzt aber mal halblang, Meister. Steck erst mal die Waffe an. Aber sie hat den anderen nur verbessert. Wir sind in der Schusslinie, Stalker. Also steck die Waffe ein, wenn du keinen Ärger willst. Ja. Also nehmen wir die andere auf jeden Fall, die Schallgedämpfte. Sehr schön. Damit bin ich mit der hier auch einverstanden. Dann würde ich mal sagen, wir brechen jetzt auf in der nächsten Folge dann. So, was nehmen wir mit? Die da lassen wir da. Auch wenn ich sehr beeindruckend war. Den Raketenwerfer lassen wir trotzdem da. So. Da haben wir die Waffen. Okay. Die PDA, der ist mir scheißegal. Den hätten wir vielleicht noch verkaufen können. Aber der Noah begleitet uns ja nicht. Dann nehmen wir auf jeden Fall Spezialmuni mit. Spezialmuni. Spezialmuni. Wenn ihr denkt, ich verarsche euch, das letzte Mal war meine Muni weg und da habe ich ziemlich zu kämpfen gehabt. Deswegen erspare ich mir diesmal das. Und denk voraus. Ja. Und solange ich hier Platz habe, verwende ich das auch. Okay. Die habe ich, die habe ich. Die habe ich. Emission ist jetzt nicht so unbedingt notwendig. Ich nehme trotzdem mehr zu essen mit, weil ich nicht sicher bin, ob ich dann gleich wieder zurückreisen konnte, aber ich bezweifle es. Okay. 150 Schuss mit der Sniper ist in Ordnung. Das da ist auch in Ordnung. Und das hier auch.
Ja, ich halte mich hier schon mal fürs Schlimmste bereit, wie ihr sehen könnt. Raketenwürfel lasse ich trotzdem da, den hole ich mir erst später. So. Okay. Dann würde ich mal sagen, ich bin bereit für die nächste Zeit. Die hier sind alle ultimativ aufgebessert, bis auf das hier, weil ich mich da noch nicht so sicher bin. Aber es ist in Ordnung. Ah, Nachtsichtsgerät habe ich trotzdem schon. Ich wusste es. Gehen wir mal kurz raus. Ja. Düster. Nicht mehr düster, aber grün. Oh, das ist immer noch düster, aber grün. Ja. Okay. Jetzt gehen wir noch mal reparieren. Aber wir können uns auf jeden Fall die Taschen dann besparen. Das ist eigentlich auch in Ordnung, oder? Was? So. Wir reparieren nochmal alles. Ist repariert. Repariert, repariert, repariert. Und das daran kann ich jetzt nichts ändern. So. Ciao. Ciao, Bella. Wir sehen uns wieder. Besseren Zeiten. Okay. Nein, nein, du kommst da rüber, du kommst dahin. Okay. So. Let's do this. Boah. Okay. Ich hoffe, von denen hat jeder schon einen Schutzanzug, ja? Ansonsten würde ich das jetzt ankotzen. Wenn er noch irgendwo ein Problem wäre. Und die Zahl geht immer niedriger. Ne, sie wird wieder höher. Sie wird wieder niedriger. Sie wird wieder höher. Und sie wird wieder niedriger. Und dann ist sie wieder ganz oben. Was gibt's? Und wieder weg. So, dann machen wir... Ah, da bist du ja. Das ist übrigens dieser Anzug von den Wissenschaftlern. So grün, wie der auch aussieht. Und ja... In der nächsten Folge werden wir dann durch die Unterführung gelangen und uns den Weg dort durchkämpfen. Mit einer Schrotflinte, ein Exoskelett, eine Sturmwaffe, eine Sniper, Granaten und alles Spezialmunition. Das wird mega. Bis zur nächsten Folge. Ciao.